Natürlich denkt man immer, es passiert einem nicht, aber es kann natürlich schneller gehen, als man denkt. Und das habe ich dann am eigenen Leib erfahren. Eigentlich war das ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Ich bin an der Starthaltestelle losgefahren. Nächste Haltestelle, Eichberg. Dann bin ich hier an die nächste Haltestelle gekommen, konnte schon früh einsehen, dass da keiner stand und wollte dann schon an der Haltestelle vorbeifahren und habe dann aber noch im Augenwinkel gesehen, dass jemand in der Nähe der Haltestelle gekniet hat. Dann habe ich angehalten, bin dann zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und er hat mir dann geantwortet, dass es ihm ein bisschen schlecht geht, ob ich ihm aufhelfen kann und im Bus helfen kann, damit er nach Hause kommt. Dann würde das schon passen, hat er gesagt. Kurz vorm Bus ist er dann zusammengebrochen. Hallo? Das Erste, was man denkt, ist, was machst du jetzt? Ich habe gesehen, dass der Mann leblos war. Ja, und dann habe ich direkt mit der Herzdruckmassage angefangen. Habe währenddessen dann die 112 angerufen. Hallo? Ich habe hier eine leblose Person an der Haltestelle Eichberg. Und währenddessen habe ich noch weiter gedrückt. Und habe dann gewartet, bis der RTW eintraf. Ich wusste dann erst, dass er wieder lebt, als sie ihn in den Rettungswagen gebracht haben und einige Minuten später mit der Information zu mir kam. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das muss ich sagen. Da war große Erleichterung bei mir. Man ist auch stolz dann natürlich, dass man dazu beitragen konnte.